Unglaublich, du hast sie gefunden. Ich danke dir vielmals. Ich sitze schon viel zu lange auf der Arbeit fest. Komm her, ich habe etwas, das ich als Dankeschön geben kann. Nico! Ja. Catch them all. Oh, fuck. Nein, du blöde Kacksau, du Kacksau. Wie so ein MG. Warte mal. Oh Mann, ist schon wieder die gleiche Scheiße, Katze. Aber habe ich jetzt den Schlüssel oder muss ich es nochmal machen? Ich ahne, ich muss das nochmal machen, ne? Ja, okay. Oh boy. Was eine Scheiße. Das ist echt kacke. Dass nicht mal das gespeichert wird. Oh, die sind jetzt noch aufmerksamer. Seht ihr das? Ach du Scheiße. Oh, fuck. Oh, wie assi. Oh, wie assi. Quick, quick, quick. Quick, quick, quick. Oh, wie kacke! Kurz ausruhen. Nacht, Big Cat, schlaf schön. Eilenfresse. Ich glaube, da darf ich auch nicht durch. Aha.
Oh, ich sehe schon schwarz, ey. Was sind das jetzt hier für Platten? Ah, guck mal, das leuchtet jetzt grün. Kann ich das irgendwie drehen? Nee, ne? Oh Gott, meine Fresse! Diese Millimeter! Oh Mann! Ich liebe das Risiko! Also mir fehlt auf jeden Fall noch was. Ich weiß halt nicht, ob ich irgendwie rüber soll. Du Kacke, du. Ähm.
das geht dann nicht durch. Gerade. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll. So, wegen dem Gewicht. Das wird wegen dem Gewicht sein, okay. Scheiße! Hatte was mit dem Gewicht zu tun. Wir haben sie. Schnell, lass uns von hier verschwinden, bevor die Wächter auftauchen. Wir müssen Clementine diese Batterie zurückbringen. BB-Keks. Oh, ich weiß, wo wir sind. Der Anfang. Roxy, danke schön für dein Resub im 7. Monat. Vielen, vielen Dank. Hallöchen. Hallo, ich habe nichts in deiner Größe. Tut mir leid. Oh oh. Glaubst du, der Ganova hat ein Auge auf meine Vintage-Kartensammlung geworfen? All die Arbeit für nichts. Hey, denkt ihr, ihr könnt uns davon abhalten, in unsere Bude abzuhängen? Ihr könnt uns den Platz klauen, aber nicht unsere Moves. Yo, yo. Nichts hat einen Sinn, wenn wir nicht tanzen können. Oh. Wir haben jetzt alles abgesperrt. Bitte Ruhe bewahren, es ist eine Suchaktion im Gange. Bitte Ruhe bewahren. Ich kann mich nicht abhalten. Hier gar nicht gesingert. Jetzt weiß ich, warum hier so viele Kisten sind.
An dem werde ich gar nicht vorbeikommen. Ey, wie hast du mich jetzt gesehen? Laber kein Shit. Hui! Wie der einfach um die Ecke cruist. Hui! Ach, come on, ey. Alter. Boah. Nee. Puls 210, ja. Wie schnell die einen entdecken? Hui! Diesmal warte ich aber. Kam von oben? Hä? Der kam von oben hier runter? Geh doch kacken. Ja, der hat mich jetzt gesehen. Wie soll ich denn das jetzt machen? Alter. Okay. Hier oben ist ein bisschen assi. Das wird ein bisschen schwierig. Miep, 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 miep. Zu dem Loch da kommen. So viel Zeit habe ich nicht. Losrennen.
Clem? Hm. Keine Spur von Clementine. Oh, was ist das denn? Sieht aus wie eine verschlüsselte Nachricht. Wir werden Detektiv spielen müssen, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Schau mal. Baby 12 und die Katze. Die Antwort liegt an meinen, in meinen Sachen und dann sind da noch 4 Symbole. Ja, noch Rätseln. Es ist mit Clementine unterschrieben. Schau mal. Okay. Also was mir aufgefallen ist direkt... Hast du etwas gefunden? Hm, ich sehe nichts. Bist du sicher? Nee. Aber mir ist direkt aufgefallen, dass hier was qualmt. Meine Sensoren können nur harmlose Chemikalien in gasförmigem Zustand erkennen. Sie können das beruhigende Gefühl, an das ich mich erinnere, nicht wiedergeben. Genau wie ich, können... Was? Genau wie ich können Gefährten gar nicht riechen, also frage ich mich, warum sie das tut. Unter dem Behälter ist auch eine Nachricht versteckt. Sie lautet, ich bin bei. Dieser Edelstein ist von durchschnittlichem Wert und geringer Reinheit. Das Leuchten scheint künstlich hinzugefügt worden zu sein. Vielleicht dient er uns als Signal, damit wir etwas Hilfreiches finden. Bingo, da ist eine Nachricht. Sie lautet Blazer. Ich bin bei Blazer. Ja, wir müssen Blazer finden, aber wo genau sind sie? Ich muss mir nochmal das angucken. Irgendwas mit Pflanzen und... Pflanze. Sind die Gefährten hier die Menschen? Ist irgendwie komisch. Schau, hier wurde etwas hinterlassen. Darauf steht's. Kommt in den... Fällt uns noch ein... Ah, das ist die Lavalampe. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es leuchtet irgendwie hypnotisierend. Entschuldigung, dass ich woanders war. Der war hypnotisiert. Ich habe diese Nachricht hier gar nicht bemerkt. Sie lautet Nachtclub. Wir sollen in den Nachtclub. Ich bin bei Blazer, kommt in den Nachtclub. Das ist es. Gut gemacht, Leutnant Katz. Jetzt lass sie uns suchen gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Muss ich jetzt da wieder raus? Oh, bitte nicht. So scheiße. Natürlich muss ich da wieder raus. Miau. Aber hier haben sie wenigstens mitgedacht. Der Nachtclub. Da, wo der Türsteher war. Ich glaube nicht, dass der Türsteher uns reinlassen wird. Hey Leute, ich glaube, wir müssen wieder hinten rumklettern. Das ist nichts für dich. Weg mit dir. Aber warum nicht? Ich habe auch Rechte. Du hast hier nichts zu suchen, es sei denn, du willst deine Beine mit etwas Schickeren ersetzen lassen, was du nicht willst. Also hab. Okay. Tachchen, Partner, warum kommst du nicht hier rüber, damit ich dich in Augenschein nehmen kann? Ich arbeite hart, um die Straßen sauber zu halten, nur damit anderes wieder zumüllen. Aber so funktioniert die Welt nun mal.
Oh Gott. Kann ich ihn schubsen? Wunderbar, schau dir dieses kleine Schätzchen an. Ja, toll. Dafür sollte ich jetzt hier hochkommen, ja. Exakt. Kannst du jetzt Party machen? Miau, 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 miau. Den Weg bin ich nicht gekommen. Ich denke zu wenig wie eine Katze. Miau. Ich weiß nicht, was die Nachbarn da unten treiben. Ich höre immer wieder Geräusche von Kreissägen und Hämmern. Entschuldigung! I'm sorry. Das Hämmern wird aber nicht aufhören. Hier komme ich nicht weiter. Hey, wie bist du hier hochgekommen? Willst du mit uns feiern? Hier, spring rein und hol dir was zu trinken. Ja, saufen! Endlich! Miau! Katze, sei mal in so ein Partylokal. Wie geil ist das denn? Wie gut ist denn das? Amüsierst du dich, Kleines? Ja, ja. Ich amüsiere mich sehr. Oh, ich dachte, es trinkt jetzt, Mann. Hilfe? Was? Als ich noch ein Mensch war, feierten meine Freunde und ich bis tief in die Nacht, auch wenn wir am nächsten Morgen die lästigen Konsequenzen zu tragen hatten. Es fühlte sich gut an, Freunde zu haben, trotz der unbewohnbaren Außenwelt. Und der immer erbärmlicher werdenden Lebensbedingungen hier unten. Und der kapitalistischen Gier von Unternehmen wie NecoCorp. Und des Polizeistaates, den die Wächter aufgebaut hatten. Jetzt weiß ich wieder, warum wir das getan haben. Klingt nicht gut, ne? Verstehen, warum sie raus wollten. Nicht mehr da. Was? Das Trainuhr. Hey Gast, der Zugang zum VIP-Balkon ist geschlossen. Dort findet eine Privatveranstaltung statt. Den hat ein Blazer-Typ reserviert, glaube ich. Ja, ja. Gefällt dir meine Maske? Ich habe sie selbst gemacht. Sie stört die Scans der Wächter und sie sieht cool aus. Flashbang! Ah, dieser Club ist scheiße. Als ich versucht habe, in den blöden VIP-Raum zu gehen, haben sie mich rausgeschmissen. Mich, kannst du das glauben? Also habe ich diesen Hebel geklaut, nur so zum Spaß. Wenn du mir einen Drink besorgst, glaube ich, gebe ich dir diesen blöden Hebel. Ich brauche ihn nicht und ich will auch nichts damit erwischt werden. Hier, hast einen Drink. Oh, danke, mein Freund. Bitte sehr, wie versprochen. Einmal nach links, einmal nach rechts. Dam, da, da, dam, dam, da, 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 dam. Das ist der Segema-Tanz. Okay. Was zur Hölle?
Leute, DJ Metzi hier. Dann wollen wir mal die Party steigen lassen. Das erste Lied ist ein Wunsch von unserem sehr fragwürdigen Freund Blazer. Ich habe extra bezahlt, um vom Türsteher die Tanzschritte für heute Abend zu bekommen. Er ist derjenige, der in seiner Freizeit die Hologramme programmiert. Ich hoffe, ich muss nicht auf diese Kugel darauf. Oh, was kann ich denn hier drücken alles? Oh, oh. Oh, ich muss puzzeln. Ach so. Das ist mit Zeit. Oder wie? Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Wächtern. Ich verstehe nicht, warum sich die Leute so selber so beschweren. Okay, dann habe ich doch noch Zeit anscheinend. Bitte was? Warum ist sie gefesselt? Warum ist sie gefesselt? Ist Blazer ein Verräter? Er ist ein Verräter. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Du bist nicht so schlau, wie du aussiehst, kleine Katze. Wie auch immer, nichts gegen dich. Geschäft ist Geschäft. Ich beiß dir die Schaltkreise kaputt. Geschäft ist Geld. Und Geld ist mir viel wichtiger als Freundschaft oder Kameradschaft. Hier habt ihr sie. Was für ein Abschaum. Was für ein Wichser. Alcatz, Katratz. Oh, wir sind jetzt gefangen in Alcatraz oder was? Oha! Alter! Wie assi ist das denn? Man kann so übertreiben. Professor finden. Kannst es aber klug, ja, zum Glück. Meine Katze muss die Weltherrschaft an sich reißen, ne? Gefängnis. Oh cool, jetzt sind wir im Gefängnis.
Ja, nice. Das Einzige, was mich jetzt stören wird, ist, naja, die Wachen und so. Ich bin halt nicht so gut im Schleichen. Die werden hier gerebootet, ne? Alter. Sogar hier gibt es Roboter-Tyrannei.